rassistische Polizeikontrollen und Abschiebungen. Der Aktionstag bietet Raum für vielfältige Interventionsformen. Schöpft aus dem Repertoire sozialer und politischer Bewegungen oder lasst euch etwas ganz Neues einfallen. Macht euch selbst zum Ausgangspunkt. Seid künstlerisch und direkt, nachdenklich und zornig, heimlich und laut, unberechenbar. Schreiben wir auf und erklären dann, dass alles andere auch noch teurer werden muss. Klingt richtig klug. Das müssen wir doch besser können. Genau, und deswegen sind wir heute alle hier. Da werden wir keine Scheiße finden. Und das Wichtigste ist, dass sich hier alle wohlfühlen können. Das heißt, schaut aufeinander und passt bitte aufeinander auf. Viel zu teuer oder es stehen schon 10 Leute vor mir da, die alle dasselbe wollen. Und Menschen, die auf der Straße leben. In diesem Jahr sollen es ein paar Plätze mehr sein und trotzdem werden viele wieder draußen schlafen. Die Fahnen in den Boden haben und kleiner Vogel seinen Namen hat. Ein ganzes Viertel in Gänsehaut. Ich steh schon mal, das hier ist Fußball, das hier wird Und schluss und letztendlich fordern wir die Vergesellschaftung von Wohnraum. Das heißt, kurz und knapp, alle ihr hier noch.
2, ihr müsst mal. Da stehen die Stems und Kerzen gerade
und auf sie sehen, da der Rest der Leute den Scheiß in die Zukunft unter der Frippel. Und wenn sie mit uns fertig sind,
Ja, eine Sache, wir haben ja hier mehrere Forderungen an den Staat aus St. Pauli, ist ja, dass die Stadt frei werdende, auf dem Markt befindliche Wohnräume gewinnen kauft und zu vernünftigen Preisen weitervermietet und vor allem selbst betreibt, dass wir einfach diese Spekulation, diese Mietexplosion stoppen. Das ist das Erste, mal was Praktisches. Das ist auch machbar. In München gibt es sowas Ähnliches. Dann kauft die Stadt in bestimmten Stadtteilen Wohnungen, die auf dem Markt kommen. Hat immer das Vorkaufsrecht. Warum kann man das nicht? Das hätte ich. Ich habe das ja schon das zweite Mal, dass ich das höre mit München in den Verweis. Das hätte ich gerne ein bisschen griffiger, wenn Sie das hinkriegen, als konkrete Aufforderung dazu sagen. Okay. Ich frage aber eine Frage. Was ist die konkrete Forderung, wenn Sie eine formulieren müssen, an den Hamburger Senat? Was soll der Hamburger Senat tun? Der Hamburger Senat soll so wie in München Wohnungen, die auf dem Markt sind, selber kaufen, das Vorkaufsrecht gesetzlich einräumen und die dann selbst bewirtschaften. Bezahlbare, günstige Mieten. In anderen Städten funktioniert es ja auch. Ja, Will das Ihren Namen noch sagen? Ja, nicht böse. Selber so alles. Alles klar. Ja. Super, toller Held. Danke.
Aber was ist denn das? Naja, ich glaube, also alle Menschen der Gesellschaft entscheiden gleichberechtigt darüber, wie Wohnraum strukturiert und wie Wohnraum vergeben wird. Und ist das dann endlich billiger? Ja, weil nicht nur immer wieder Weiterverkäufe, Spekulation und so statt Aufwertungsökonomie die Preise künstlich in die Höhe getrieben werden. Wohnraum kostet dann eben das Material und die Instandhaltung. Wasser! Also Wohnraum vergesellschaften, Mietenwahnsinn stoppen. Und an dieser Stelle gibt es noch den ersten Beitrag auf dieser Abschlusskundgebung von der AG Mieten.